So, was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Heute ist der Tag für Danny Weaver und Cassie Mendoza. Und wir gucken uns mal das Ganze gemeinsam an, wo die sind und was die heute anzubieten. Vorwärts! Oh, der spät. Oh, ich könnte sein, dass mein... Ja, ja. Au, au, au. No, nein. Oh, doch, doch. Da ist er doch da. Okay, ich dachte schon, dass mein Snitch heute nicht da ist, weil scheiß NPCs hier sind. Nee, der ist da, wie immer, wo ich ihn in der Regel immer finde. Mein Kumpel hat geöffnet. Ich kann ihm den Standort geben. Ah, jetzt genau sagt er, mein Kumpel hat geöffnet. So, da haben wir schon mal den einen. Das ist Mendoza. Und der Danny ist da oben. Alles klar, dann gehen wir da mal hin da. Und da haben wir sie schon, die Cassie Mendoza. Da hat sie die beiden Sachen, wie auch bei dem Countdown-Händler Blutbad und den Alltag-Rucksack. Die Weste, wie gesagt, ist eine PvP-Weste. Wer gar keine davon hat, sollte sich definitiv eine zulegen, obwohl die hier Fertigkeitenschaden und Gefahrenschutz hat. Egal, Fertigkeitenschaden wegrollen, Chance draufrollen, je nachdem, wie ihr es braucht, wenn ihr mit Ouroboro spielt. Die ist einfach zu selten und wer die nicht hat, sollte sich das Ding definitiv kaufen. Schildsplitterer, guckt euch mal die Werte an. Sehr gute Werte, wenig Investition. Auf jeden Fall kaufen, Attribut, Schaden gegen ungute Ziele gehört da als anstatt Wechseltempo, gehört da rein und schon ist das Ding perfekt. Wahnsinn, ist echt gut. Jägerkiller mit Gefahrenschutz und Sprengsatzwiderstand. Sprengsatzwiderstand könnte vielleicht für ein Legendärbild mit Einschüchtern vielleicht. Sprengsatzwiderstand drauflassen, Chance-Bisselbild mit, ja, warum nicht? Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Zorn des Jägers mit Sprengsatzwiderstand. Ja, der Wert ist gar nicht so schlecht. Also wenn jemand den Wert bei sich noch nicht hat, sollte auf jeden Fall den Rucksack kaufen und den Wert übertragen. Gefahrenschutz auf Stürmer. Dann Vara Patriot mit Rüstung und Lebenssynergie. Dann Fälscher mal wieder. Den Kavalier haben wir hier. Und Aegis, das neue Set, auch. Da wir haben, aha, guck mal hier, M60 mit Maxwert Schaden gegen ungedeckte Ziele bei LMGs kaufen, übertragen in die Bibliothek. Die SASG-12, nicht interessant, Waffenhandling, okay, das ist gar nicht so schlecht. Die Providence-Weste, wir haben Entdecker drauf, Waffenhandling weg, Schaden durch kritische Treffer drauf und schon kann man das Ding gut verwenden. Petrov, nicht wirklich interessant. Ah, Schutz vor Elite, schon wieder. Hier gibt es auch Schutz vor Elite, wie auch bei dem Clanhändler. Und Brandstärke-Mod, naja, nicht wirklich interessant. Und da ist auch der Danny Weaver. Der hat keine Objekte verfügbar. Wie geil ist das denn, ey? Wie geil ist das denn? Das ist der beste Bug überhaupt. Ich liebe es. McDonald's. das habe ich öfters und bei Cassie Mendoza habe ich das auch. Und naja, normalerweise hilft er, sich abzumelden, anzumelden und schon sieht man die Sachen. Tja, nach dem erneuerten Anmelden und Abmelden hatte Danny Weaver bei mir immer noch keine Sachen. So wie es scheint, mein Danny Weaver hat gar nichts. Mal gucken, ob er ja später Laufe der Woche was haben wird. Haut rein. Ciao, ciao. Oh my god, he's one. Charlie Griffin, half the fucking build, man. Oh my god, that's embarrassing.